Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 28. November 2017? Bevor ich anfange, das zu erklären, ich zeige Ihnen diese Talisman. Das ist das Baum des Lebens mit echter Blüte. Dieser Talisman befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Sehr schön verpackt in verschiedenen Farben und der Preis ist 6,90 Euro. Und jetzt wiederhole ich die Frage, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag? Schauen wir das auch mal an. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Mond hat eine zunehmende Mondphase und eine wichtige Begegnung hier in Tierkreiszeichen Fischen begegnet sich mit Chiron. Chiron ist ein Kleinplanet und zeigt an unserem Schwachpunkt, unsere Schwäche, zeigt auch an Krankheiten oder etwas, was in unserem Leben kränkt. Dieser Kleinplanet ist rückläufig. Das hat mit Karma was zu tun oder mit Vergangenheit, unserer Kindheit oder einer Beziehung von Vergangenheit und das aktiviert gerade die Mondenergie. Das sind Erinnerungen und das schmerzt. Gleichzeitig kommt ein Einfluss auch von Mars und das verunsichert das bisschen. Und Mars zeigt an, entweder eine männliche Person von Vergangenheit, Erinnerungen, was noch kränkt, Erinnerungen wie alte Enttäuschungen. Mars kann aber auch die Kraft bedeuten, dass wir gerade Kraft brauchen, all das zu loslassen, davon verabschieden. Es ist auch gleichzeitig ein Reinigungsprozess und das, was die Mondenergie uns alle vermittelt, aber intensiv spüren sie, dass die Fischengeborenen und die Wagengeborenen. Dann übergeht natürlich Mond im Tierkreiszeichen wieder und das ist mal andere Energie. Und was für Einfluss bekommt noch Mond im heutigen Tag? Das sind die Sterne von Pegasus, von diesem Sternbild Pegasus. Damit wird es verstehen, um was geht es, was für Einfluss kommt von diesem Sternen, erzähle ich die mythologische Geschichte dazu. Das ist eine Symbolsprache, aber vieles kann man dadurch verstehen in unserem Leben. Es gab einmal eine Königin und diese Königin hieß Cassiopeia. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Und diese Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter namens Andromeda. Und Andromeda war wunderschön und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter sei die schönste. Ist sie sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben Beschwert bei Poseidon, der Gott des Meeres. Und dieser Poseidon, Gott des Meeres, schickte den Walfisch zu dem Königreich, die Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch nahm dann die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und das war die wunderschöne, gefesselte Königstochter Andromeda. Andromeda ist auch ein Sternbild im Himmel. In die Nähe war Medusa die Furchterregende und Andromeda hatte auch Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von diesem Fessel,
Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sie sich auch verliebt. Wie soll das sonst sein? Und dann kam Pegasus, der geflügelten Pferd. Und die beiden Liebenden haben mit diesem geflügelten Pferd davon geflogen. Und genau dieser geflügelte Pferd, Pegasus, wirkt, bestrahlt diese Sternen, die in diesem Sternbild befinden, bestrahlen unserem heutigen Mondbewegung. Und vielleicht mal zum Nachdenken, wovon sollten wir befreien? Ist es unsere Ängste, was uns in dieser Fessel hält? Oder die Vergangenheit, wie Chiron das auch zeigt mit dieser Rückläufigkeit? Ist es alte karmische Erinnerungen? Kann auch sein. Oder die Kindheit? Kann auch sein. Oder in Beziehung von Vergangenheit, verletzten Gefühlen. Und das ist die Prozess gerade und das ist heute spürbar, weil das sind die Gefühle, was wir heute erleben. Und das war die Mondenergie, aber ich möchte etwas sagen auch für unsere Erde. Wo befindet sich unser Planet Erde? Bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat auch bald einen Einfluss von Aldebaran. Noch nicht so weit, aber unser Planet nähert sich in die Richtung, bis dann Aldebaran bestrahlt unseren Planet Erde. Und es ist ein königlicher Stern, die Himmelsrichtung ist des Osten. Mindestens so haben die alten persischen Astronomen beschrieben. Und dieser Aldebaran ist nichts anderes als die Auge des Stieres. Befindet sich im Tierkreiszeichen Stier, aber wirkt in diesem Bereich Zwillinge, wo unser Planet Erde gerade befindet. Und Auge, die Augen offen lassen, Klarheit, Orientierung. Also Erkenntnisse werden kommen in die kommenden Tagen. Und die einzelnen Tierkreiszeichen. Diese Erinnerungen, verletzten Gefühlen, das spüren sie, die Fischengeborenen. Dann fühlen sie sich auch unsicher. Das kann eine männliche Person sein, aber kann auch die Bewegung, die eigene Kraft und Mut auch bedeuten, dass da zweifeln bisschen die Fischengeborenen. Es ist wichtig, die vertraute Umgebung und da die Kontakte zu suchen. Das ist Nachbarschaft, Verwandtschaft. Oder eine kleine Reise, ein Ausflug oder Veränderungen. Und das ist die wichtigste Thema gerade, die Fischengeborenen und auch dieser Heilprozess und auch das Kraft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen wird in den nächsten Tagen etwas in Bewegung kommen. Die Kraft sollen sie im Gleichgewicht halten. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person wichtig ist und auch wichtig, ein Entgegenkommen auf diese männliche Person zuzugehen. Dann kann auch gerichtliche Situation sein und da brauchen die Wiedergeborenen auch den Gleichgewicht. Eine wichtige, sehr wichtige Nachricht kommt, das verändert etwas, aber es ist ein guter Einfluss. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Lebensfreude, weil da liegt die Kraft. Ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen. Viele stehen vor einem Neuanfang oder einer Begeisterung und liebe Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Aber das spiegelt das Leben etwas für die Stiergeborenen. Und das sollen sie bewusst wahrnehmen. Aldebaran, was ich erzählt habe, Augen öffnen an etwas, die Chancen, Möglichkeiten für diejenigen, die noch alleine sind, damit zu einem Kontakt kommt. Und diejenigen, wo eine Partnerschaft leben, ist auch wichtig, auf die anderen zuzugehen. Mal Gefühlen zeigen, Aufmerksamkeit schenken. Und das sind die Themen bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen waren in den Tagen Einschränkungen. Das wird jetzt besser sein. Ein Neuanfang, Kraft und Mut oder Begeisterung. Und hier ist wichtig die Gespräche, weil das wird für die Zwillingsgeborenen spiegelt etwas. Es ist sehr wichtig, die Kommunikation,
aber auch selbst auch aktiv sein, auf anderen zuzugehen, die Kontakte suchen. Und das schafft auch das Gleichgewicht, das harmonisiert etwas bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, kam in den Tagen etwas in Bewegung, im Fluss. In den kommenden Tagen werden Einschränkungen sein, also bitte nichts Neues anfangen, auch keinen Vertrag unterschreiben, aber ein bisschen Geduld noch, bis das alles sich beruhigt und dann ist der richtige Augenblick, etwas Neues anfangen, beginnen. Momentan zurückhaltend sein, in Kraft zu bleiben, im inneren Gleichgewicht und nicht handeln. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist eine Verbesserung und die kommenden Tagen ist auch die Begeisterung da und Leidenschaft und auch ein Neuanfang. Die Löwengeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig, die berufliche Situation oder die Berufung, aber auch eine Reise. Diese Reise kann die Ausland sein, das hängt vielleicht sogar zusammen mit der beruflichen Situation oder Arbeit im Ausland. Kann auch eine innere Reise sein, mal nach innen schauen, wo liegt die wahre Berufung, weil das sind die wichtigen Themen und Chancen, Möglichkeiten haben, die Jungfraugeborenen all das zu verändern. Auch wenn die Gespräche nicht so gut laufen, das wird sich aber auch verbessern. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, nicht zweifeln, nicht aufgeben. Sie haben auch Chancen, Möglichkeiten oder Veränderungen oder ein Neuanfang. Die Kraft ist da, die Mut ist da. Aber dann plötzlich fangen sie an etwas zum Zweifeln. Und das sollen sie ausbalancieren, mal mutig zu sein und wirklich etwas Neues starten, etwas in Bewegung setzen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück, auch wenn sie diese Unsicherheit kommt oder Einflüsse von außen, was verunsichert die Skorpiongeborenen gerade. Bitte nicht aufgeben, inneren Kraft bleiben, davon überzeugt zu sein. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verbessern sich etwas. Sie werden sich wahrgenommen. Sie haben Kraft. Sie haben Mut. Sie haben Chancen. Es waren in den vergangenen Tagen Einschränkungen da. Aber jetzt in den kommenden Tagen verbessert sich das auch alles. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Kommt auch etwas in Form. Unerwartete Ereignisse. Was unterstützt die Schützengeborenen? Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen war die vergangenen Tage sehr gut. Das kam auch etwas in Bewegung. In den nächsten Tagen werden Einschränkungen da sein und ein Risiko in den finanziellen Bereich. Also nichts investieren gerade, keinen Vertrag unterschreiben, auch überlegen, wo gibt man das Geld aus. Und erst in ein paar Tagen können sie handeln, aber in den nächsten Tagen ist Risiko in Finanzen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist einfach super alles, was die Liebe Partnerschaft betrifft, dann verbessert sich erst ab 2. Dezember, aber die Gespräche sind gut, Kraft ist da, Mut ist da, Begeisterung ist da, tolle Ideen, also bewegt sich alles in die richtige Richtung, haben Sie auch Leichtigkeit und die kommenden Tage kommt sogar die Begeisterung. In die Liebe Partnerschaft noch ein bisschen Geduld. Und das war mein Tageshoroskop. Das ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschnitten, anfertigen, berechnen. Und unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und Sie können gerne die Frage stellen, wie zum Beispiel, was kommt Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Was passiert in einzelnen Monaten? Ich kann das genau beschreiben. Und mein Shop habe ich erwähnt. Da befindet sich auch dieser schöne Talisman. Auch anderen Farben natürlich auch. Und die Blitzberatungen. Was ist es? Wie funktioniert es? Es sind immer wieder mal viele Fragen im Leben, wie zum Beispiel, denkt er an mich? Oder ist er treu? Kann ich auf
in Vertrauen? Soll ich diese E-Mail beantworten oder soll ich lieber warten? Was kommt in den kommenden Tagen auf mich zu? Und was denkt mein Chefin über mich? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Soll ich in dieser Wohnung bleiben? Soll ich mich beruflich verändern? Bestehe ich diese Prüfung? Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Habe ich Gewinnchancen? Und, und. Das sind die Fragen, was jede betrifft. Nicht alle Fragen auf einmal natürlich, jeder befindet sich in einer anderen Lebenssituation, aber es sind auch wichtige Fragen. Und diese Art von Fragen zu beantworten ist, brauchen wir keine ausführliche Analyse, sondern es genügt eine kurze Antwort und eine schnelle Antwort. Und dafür sind die Blitzberatungen da. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage oder Fragen, auch bitte die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazu schreiben und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.